Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, Drehmaschinen bauen oder Bohrer bauen vielmehr. Bergbohrer. So, wir haben alles, um uns diese Trennscheiben zu machen. Davon brauchen wir 7 Stück. Okay, da würde ich mal sagen, ins Fertigungsraster alles und let's go. Okay, dann brauchen wir jetzt für den noch einen Bohrer. Und wir brauchen noch Zinnbarren. Einen Motor müssen wir, glaube ich, noch haben. Wir haben keinen Motor mehr rumfliegen. Okay, dann müssen wir uns doch noch einen bauen. Schade eigentlich. So, einen Zinnbarren sollten wir ja haben. Zinnbarren haben wir noch. Nee, haben wir nicht. Was? Zinn. Den nehmen wir mal hier schnell ein. Und machen noch 2 Zinnbarren. Und Motor. Was brauchen wir für Motor? Für Motor brauchen wir Spulen mit Kupferdraht. Kupferbarren. Haben wir Spulen? Nee, wir müssen also noch 2 Spulen bauen. Oh, Alter, kommen wir schon wieder von Zehntel ins Hundertstel. Okay, wir brauchen also zwei Kupferbarren. Kupfer, bop, bop. So, machen wir einmal das. Dann haben wir die beiden Kupferspulen und einen Kupferbarren. Dann brauchen wir zweimal so eine Splitter und ein bisschen Kunststoffplatten. Oh, Schmiedeeisenbarren haben wir ja 2 Stück. Was war das? Kunststoffplatten, ne? Kunststoff. Ja, genau. Da haben wir hier jetzt ein paar. So, jetzt hat das Raster alles. So, haben wir wieder ein Motor über. Achso, halt. Die auch noch. So, dann haben wir schon mal so einen Motor. Das heißt, alles, was wir jetzt noch brauchen, ist noch ein Kupferbarren. Super. Und genau, zweimal dieser Zinn. Noch ein Kupferbarren, Dankeschön. Und wieder zur Schleifmaschine. Ach ja. Und dann sollten wir alles beisammen haben, ne? Dann sollten wir alles haben, was wir brauchen. Da. Oh, ich bin so aufgeregt. Und der erste ist fertig. Boah, geil, guckt ihn euch an. So, und für den haben wir auch alles. Und für den haben wir auch alles. Oh mein Gott. Guckt ihn euch an. Dieses Stück Scheiße. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er gebracht hat. Bergbohrer Modell 3. Wie funktioniert der jetzt genau? Braucht irgendwie Batterien oder sowas? Oder wie? Wo können wir was abbauen? Irgendwo, wo es keiner merkt. Irgendwo, wo es keiner sieht. Wir laufen mal Stücke. Keine Ahnung, wohin eigentlich. Hier zum Beispiel. Hier ist doch ein guter Ort. So. Linksklick. Ach, jetzt ist Funktion 1. Der hat nur eine Funktion. Okay, Rechtsklick macht gar nichts. Ach da. Halten Sie die Shift-Taste beim Benutzen gedrückt, um die Funktion des Bergbaubohrers Modell 3 zu ändern. Shift beim Benutzen. Achso, gut, also mein Fall die Q-Taste. Ach, guck mal. Wow, der hat, oh, Einzelblock, 3 Blöcke tief, 3 Blöcke breit, 3 Blöcke, what? 3 mal 3 Blöcke, ach du Scheiße. What the fuck?
Aber er funktioniert nicht. Ich kann klicken, was ich möchte, er macht nichts. Also, ich mache jetzt hier immer abwechselnd links und rechts Klick. Aber er macht einfach nichts. Oder muss ich die Dinger mal erstmal aufladen? Warte mal kurz. Wie komme ich hier raus? Gar nicht. Sehr geil. Muss ich die Dinger irgendwie aufladen? Wie konnte man noch mal hier rein, ne? Nee. Doch da, genau. So. Ah, okay, cool, Alter. Okay, das ist krass. Gut, das dauert jetzt eine Weile. Mann, dauert das ewig. Tja, Fast Charger haben die hier noch nicht, ne? Oh, ich bin so aufgeregt. Drei Blöcke breit. Ach so, kann sein, dass wenn ich dann so raufgucke, er dann drei Blöcke in die Breite abbaut. Aber was meint er denn mit hoch und tief? Also drei Blöcke breit kann ich mir noch vorstellen, ne? Wenn ich jetzt hier abbaue, also hier rauf und dann abbaue, dass er quasi den und den Block abbaut. Aber bei hoch, gut, hoch macht jetzt hier so auch Sinn, ne? Den und den Block. Und tief ist dann drei in die Tiefe, oder was? Aber wenn ich den nach unten baue, ist das dann auch breit 1, 2, 3, hoch 1, 2, 3 und tief ist dann 1, 2, also, ne, die da drunter. Mal gucken. Ah, der braucht so ewig zum Laden. USB 1.1 Geschwindigkeit hier, was los? So. Was war eigentlich das andere? Das hier, was war das jetzt hier? Bergbau Laser. Okay, da bräuchte man halt auch wieder Energiekristalle, ne? Bergbau Laser. Okay. Ich meine, hey, zum Glück brauchen wir hier keine Diamantblätter. Ja? Das heißt, hier brauchen wir nur jeweils einen Diamant. Das geht noch. Gut, was halt relativ teuer war, waren halt die Dinger hier. Da braucht man halt viele Batterien. Aber ganz ehrlich, so teuer war es jetzt auch nicht. Was war das gerade für ein Geräusch? Ist gerade hier mein AKW explodiert? Nö, läuft noch. Was war das gerade für ein Geräusch? Wer weiß. So, du bist gerade mal halt fertig. Oh Mann. Ich will endlich ein USB-C-Ladegerät hier haben. Bauen wir uns denn so ein Ding auch gleich noch mit? Ich würde echt gerne mal wissen, was dieser Laser macht. Wo ich halt wieder hätte ich gleich sechs Energiekristalle machen können. Ja, komm, let's go. Erstmal machen wir. Komm, gut, der muss eh noch laden. Das heißt, wir brauchen wieder Energiekristalle. Das heißt, wir brauchen wieder ganz viele Batterien. Das heißt, wir brauchen wieder ganz viel Zinn und was? Kupfer und Zinn. Okay, wir brauchen also bald echt mehr. Nur wobei Kupfer haben wir hier noch massig. Nur Zinn geht uns langsam aus. Da sollte man also direkt bei hier so einen ganzen Stack einbrennen. Das macht mittlerweile echt Sinn. Sonst bin ich hier nur noch am Hin und Her rennen. Schleifmaschine. Wir machen mal 40 da rein. Ach, ganz ehrlich, komm, leck mich. Let's go. So, da haben wir schon mal ein paar. Beziehungsweise, komm ich mal her. Können wir die gleich mal hier ein anfangen, hier schon mal zu brennen. Wir brauchen wieder, wie war das? 48 Kupfer. Und 24 Zinnbarren. Das heißt, hier brauchen wir noch so, sollte reichen. Let's go. So, brauchen wir wieder ganz viel Holz. Da braucht man 144, ne? 144. Nehmen wir einfach das Ding hier. Ich weiß, ich meine, jetzt wissen wir ja zumindest bei dem Großen und Ganzen schon mal, wie es funktioniert. Das heißt, jetzt sollten wir nicht mehr so lange brauchen, das Ganze zu machen.
lass mal kurz überlegen. Jetzt Fertigungsraster erstmal alles. Wo ist er? Actually ganz gut. Let's go. So. Was? Ach, Mann. Verdammt! So, dann haben wir das schon mal fertig, die ersten vier. Jetzt brauchen wir also noch 20 weitere. Das heißt, 20 weitere brauchen wir also 120 Holz. So. Da sieht doch gut aus. Sollte genau passen. Alles. Genau, haben wir 20 Mal. Dann gehen wir mal hoch in unser Raum, wo wir wieder temporär Storage haben. Stimmt, alle 6 hätten wir gleich, alle 6 hätten wir gar nicht machen können, weil dann wäre der Platz hier zu wenig gewesen. Alles. Oh! Oh wow, haben alle reingepasst. Respekt. So, wollen wir mal überlegen. Wir brauchen. Ja, okay. Wir müssen also hiervon nochmal 2 machen. Und wir brauchen halt 3 und haben nur 2. Also müssen wir nochmal 2 machen. Okay. Gut, ich schmeiße aber erstmal nochmal die Batterien raus. Einfach aufgrund, weil unser Inventar voll ist. So eine Scheiße aber auch. So, das passt ja relativ gut rein. Energiekristall. Das war okay. Einmal Gold, 2-mal hiervon. Und die brauchen wir später sowieso noch. Ins Fertigungsraster. Ganz ehrlich, ich mach mal hier kurz Revoke Me Give. Bevor ich hier später noch durcheinander komme und dann hier aus Versehen irgendwann hierauf komme, auf dieses Gib mir. Von daher. Gift brauchen wir jetzt aktuell sowieso nicht mehr. Okay. Das heißt, wir haben jetzt wieder Energiekristall. Nee, aber noch nicht. Warum nicht? Wo sind die? Was? Oh! Die Dinger hier habe ich vergessen. Verdammt! Was fehlt denn? Das haben wir, das haben wir. Hä? Habe ich hier nicht einen Goldbarren reingepackt? Bei mir ist doch egal. So, jetzt. Danke. So, haben wir wieder, jetzt haben wir wieder ein zu viel. Habe ich jetzt das jetzt zweimal gemacht? Oh Mann, no. So kacke. Gut, wir können also das nächste Produkt haben wir gleich. 3 Stück, perfekt. Also, ja, sehr geil und so. Ich möchte sterben. Ich hab's ja nicht, alles so schwer, so kacke alles hier hinkommen, Leute. Gut, in der Kriegerstelle, wie waren die jetzt? Da brauchten wir Silberbarren. Nee, doch. Okay, wir brauchen 6 Silberbarren, da haben wir noch genug. Wir brauchen 4-mal Gold und noch 2-mal Mithril. So und so. Was runter mit dir? Alles gut. So. Jetzt. Achso, ich brauche noch die Batterien. Alles. Hat er gut funktioniert? Was fehlt denn?
Mandarine haben wir. Wir haben die Silberbarren. Ach, rote Farbe. So, wir brauchen 6-mal rote Farbe, 4-mal grüne Farbe und 2-mal blaue Farbe. Alles. Einmal, zweimal, dreimal. Du kommst nach da und ihr kommt mal nach hier unten wieder. Wieder ein bisschen Übersichtlichkeit hier. So, jetzt brauchen wir das hier. Ah, was ist jetzt schon wieder? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Grüne Farbe haben wir auch. Wir haben noch alles. Goldbarren, Goldbarren. Was fehlt denn? Ah, die Batterien. Mein Gott. Verdammt. Alles. Oh, Dankeschön. Was? Dankeschön. So, jetzt müssen wir erstmal das Zeug da. Ah, ne, haben wir schon. Haben wir schon. Okay. Das heißt, haben wir alles. Yay. Cool. Siehst du? Diese Laser kriegen wir jetzt viel, viel schneller zusammen. Weil ich schon weiß, wonach ich suchen muss. Guck mal, hier heißt das sogar MK1, ne? Bei dem Laser haben die MK1 gemacht, aber bei dem Bohrer nicht. Schlechte Programmierer. Sehr schlechte Programmierer hier. So, wir brauchen Messing. Okay, wir brauchen dreimal Kupfer und drei Diamanten. So, dann brauchen wir. Einmal Obsidianglas. Und sechsmal, ah nee, zweimal Messing. Zweimal Messing. Nee, kommst kurz mal wieder nach da. Alle schön aufgeräumt haben hier. So, siehst du. Die Blumen können hier extra wieder zurück. Die können auch da. Aber wir brauchen definitiv mehr rote Blumen. Lol. So. Aua. Armes Mikrofon hier. Lebst du noch? So. Kohlenstoffbarren brauchen wir zwei. Brauchen wir vier. Pardon. Gut, dann sollten wir jetzt alles zusammen haben, richtig? Fertigungsraster, let's go. Fertigungsraster, let's go. Fertigungsraster, let's go. Yeah! Woohoo! Und ab in den Akkuschacht mit dir. Oh, du musst jetzt voll sein. Ja, geil. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der wieder vollgeladen ist. Oh mein Gott, das dauert. Ah, oh, cool, dann haben wir einen Bohrer und einen Laser, was auch immer dieser Laser macht. Ob das wohl so ein Star Wars Laser ist? Oh, guck mal, der wird sogar entladen dabei. Müssen die sich nicht gegenseitig wieder aufladen? Die sind doch miteinander verbunden, oder nicht? Doch, die Akkus sind alle miteinander verbunden. Wer wird denn nur der hier entladen? Warum wird überhaupt entladen? Erstens, es ist noch nicht dunkel. Und zweitens, läuft doch unser AKW noch, oder nicht? Der müsste doch Strom generieren. Ja, läuft noch. Warum? Hallo, liebes AKW, Supply. Ich verstehe. Ist enabled. Oder müssen die wirklich immer andersrum sein, dass der Strom immer von oben kommt?
verstehe es gerade nicht wirklich. Der ist actually fast tot. Kommt er beim nächsten rein? So. Hä? Wait. Die etwa. Hä? Jetzt werden sie alle gleichmäßig entladen. Wow. Die mussten auch erstmal alle aktualisiert werden. Wollen die mich alle verarschen? Muss das Ding hier dann auch aktualisiert werden? Muss ich etwa jetzt nach dem großen Update alles einmal raus und wieder reinsetzen? Nö, es macht immer noch nichts. Ist ausgeschaltet. Naja, wer weiß das schon. Aber jetzt werden sie alle gleichmäßig entladen. Oh mein Gott. So, das Ding ist jetzt hier drinnen, ne? Nein, hier drinnen. Genau. Wow. Gut, da sollte das erreichen. Auch wenn ich nicht weiß. Ich frage mal kurz, haben wir noch MV und HV-Kabel? Wir haben weder noch. Natürlich doch, MV-Kabel haben wir. Aber wir haben keine HV-Kabels. Gut, 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 gut. HV, wie macht man die nochmal? Plastik. Plastik. Ich würde jetzt gerne mal gucken, wenn ich die jetzt hier umdrehe. Ob das dann tatsächlich funktioniert. Da habe ich zwar keinen Plan, wie ich die ganze Verkabelung machen soll, aber ich dachte immer, bei den Geräten ist die Logik so, dass der Eingang immer unten ist und der Ausgang immer oben ist. Oder es, wenn dann, egal ist. Dass er merkt, wenn hier Strom anliegt, obwohl Strom liegt ja von beiden Seiten an, ne? Ja eben, Strom liegt ja von beiden Seiten an. Vielleicht kommt er deswegen durcheinander, weil sowohl hier Strom anliegt, als auch hier Strom anliegt und er dementsprechend nicht weiß, was Eingang und was Ausgang sein soll. Das kann natürlich sein. Gut, auf jeden Fall setze ich den dann mal hier hin. Jetzt so. Und jetzt brauche ich einmal. Warum klappt das nicht? Ist doch Kunststoff, ist doch richtig. Plastik, Kunststoff. Und die Dinger. Mach ich halt manuell. Leck mich. Hä? Oh Leute, was ist denn hier los? Gibt es jetzt zwar zwei Arten von Plastikdingern oder was? Kunststoff, Kunststoff. Papier. Mann. Es gibt tatsächlich verschiedene. Das hier ist Plastic Sheet Basic Materials. Das ist Plastic Sheet von Home Decor. Was ist das für ein Kacke? Ja, wir brauchen also echt die von Home Decor. Nö. Boah. Haben wir noch Plastikmaterial? Nö, ne? Nö. So, für das brauchen wir dieses komische Ölextrakt. Hä? Konnten wir das nicht mit diesem Ölextrakt machen? Nö, da brauchst du Blätter für. Okay. Zum Glück haben wir ganz viele Blätter. Ach nee, wir brauchen dieses. Wir brauchen Apfelbaumblätter. Davon haben wir zum Glück auch noch ein paar. Muss jetzt erstmal reichen. So, und das kann ich jetzt aber einfach einschmelzen, oder was? Kann sein, dass sie da ein paar Rezepte verändert haben und damit irgendwie kaputt gemacht haben.
Weil ich war mir sicher, dass wir das bisher immer mit diesen Dingern gemacht haben. Und das hat bisher immer funktioniert gehabt. Aber jetzt scheinbar nicht mehr. So, du bist mittlerweile voll. Sehr gut. Ah, nee, ist er nicht. Hier ist noch ein kleines bisschen schwarz. Bei dem aber auch. Ich glaube, das soll so sein. Na gut. Dann soll das so sein. So. Und jetzt kann ich mit dem Dinger hier machen. Machen wir erstmal nur 6. 6 sollten reichen. So. Hat kein Netzwerk. Ist richtig. Weil das Netzwerk kommt erst zustande jetzt. Aber er macht immer noch nichts. Der hat hier keinen Verbrauch. Der hat nur vorhanden sein. Wie funktionieren denn die Dinger? Der hat jetzt 0 HV nach 0 MV. Also die Richtung scheint richtig zu sein. Aber er arbeitet trotzdem nicht. Ich baue mal noch mal ganz kurz die Schaltanlage ab. Vielleicht muss ich ja alles einmal abbauen und wieder anbauen. Das wäre halt super dumm. Nö, macht er nicht. Warte kurz. MV geht aber direkt. Genau, geht direkt in die Schaltanlage rein. Da unten ist der Anschluss. Der geht hier bis zum MV und müsste auch alle Batterien verbinden. Das heißt, der hier müsste jetzt eigentlich die Batterien alle laden. Tut er aber nicht. Warum denn nicht? Das ist doch Kacke. Nee, mach ich mal. So, hier umrichte ich das mal auch richtig rum. So. Jetzt ist der auch von MV nach LV. Das ist also auch korrekt. Aber die Anlage funktioniert immer noch nicht. Die werden nicht geladen. Und das Atomkraftwerk ist immer noch betriebsbereit. Genau, beide brauchen kein Mesekorn-Signal, beide sind aktiv. Aber es tut sich hier einfach nichts. Was mache ich hier gerade falsch? Ich klemme mal kurz die Solaranlage ab. Vielleicht versorgt die wirklich gerade alles. Aber nach wie vor nichts vorhanden. Das gibt's doch ja nicht. Oh, ist immer noch alles genauso wie davor. Gut, ich baue mal kurz beide Trafos ab, damit die Anlage wirklich komplett voneinander getrennt sind. So, jetzt habe ich hier keinen Verbrauch und die Anlage hier in der Mitte hat nichts, hat kein Supply und kein Demand. Bam, Stromwandler ist aktiv. Genau. Hat aber immer noch kein Supply. Wenn ich das ausschalte, ist logischerweise auch kein nix da. Wenn ich das wieder einschalte, passiert genau gar nichts. Verstehe ich nicht. Gut, hat also die Reihenfolge geändert, hat nichts gebracht. Da kann ich ja genauso gut wieder zurückbauen.
ob der so rum sieht, diskutiert, ist es fast egal. Aber auf der Seite sieht es halt andersrum halt viel besser aus. Ne, und es ist auch eigentlich so die Logik. Ich meine, bei jedem Hausanschluss, was man in einem reellen Haus hat, es ist immer so, dass der Hausanschluss, also der Strom kommt von unten, geht dann durch die Sicherungskästen, durch die Transformatoren, durch alles halt durch und geht dann nach oben raus. Ja, so ist normalerweise immer bei Schaltanlagen die Flussrichtung. Quelle ist immer unten und das Ziel ist quasi immer oben. Deswegen mache ich das hier bei meinen Anlagen auch immer weitestgehend. Außer es macht halt überhaupt keinen Sinn von der Anordnung her. Weil bei meinen Zentrifugen zum Beispiel, da sind ja um die Solaranlagen und darunter direkt die Trafos. Der wird also sinnfrei, die Kabel dann erstmal nach unten gehen zu lassen, um dann von oben wieder nach unten gehen zu. Ne? Da habe ich also deswegen andersrum gemacht, weil es da wirklich Sinn macht. Hier aber nicht. So, Anlage steht wieder. Solaranlage eingeklinkt. Naja, wenigstens die Solaranlage gibt immer noch Strom. Hoffe ich zumindest. Ist gerade einer on? Nö. Gut, dann mache ich mal kurz Tag. So, jetzt sollten die. Jetzt sollte zumindest die Solaranlage wieder funktionieren. Ja, okay. Wenigstens das funktioniert. Alter, ist so. Gut, das heißt, wir werden auf kurzen oder langen dir wahrscheinlich noch ein paar mehr Solarpanel bauen. Alles andere scheint da hier nicht zu funktionieren. Weil da haben wir aktuell nur drei Stück drauf. Da passen aber halt 25 oder so auf. Halt. Gut. Dann werden wir mal in der nächsten Folge unsere neuen Werkzeuge ein bisschen probieren. Bin ich ein bisschen gespannt drauf. Das wird ein Spaß. Bis dann.